Sag mal, Tanja, der Antenne 1 Neckarburg Rock und Pop Talk. Wir Psychologen empfehlen ja gerne mal eine kleine Auszeit. Am besten draußen in der Natur mit viel Sauerstoff und vielleicht einer großartigen Tasse Cappuccino. Hä? Schwierig in Zeiten von Corona? Nee. Heute stelle ich euch eine ganz besondere kleine Auszeit vor. Ein kleines Auto mit großer Siebträgermaschine. Und ich rede mit den Inhabern Silke Hess und Ralf Riedlinger. Die beiden wohnen in Überlingen, schenken aber vor allem den Menschen bei uns hier im Sendegebiet eine kleine Auszeit. Und zwar in Form eines kleinen italienischen Autos. Genauer gesagt einer Ape mit dem wunderschönen Namen Kleine Auszeit. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr dabei seid. Hallo Tanja. Ralf, du hast jetzt ganz genau 10 Sekunden Zeit. Wie würdest du deine Silke vorstellen? Ja, die Silke, die geht auf Menschen zu und sie kann auch sehr gut mit ihnen umgehen. Und vor allem für sie verzaubert sie zum Lächeln. Und wenn der Ape umtreiben willst, dann brauchst du genauso eine Frau an deiner Seite, die am Wochenende keine Arbeit scheut und dann sie nur zum Lächeln bringt. Das ist das Schönste, was es gibt. Das ist Silke. Und Silke, wenn du jetzt ebenfalls nur 10 Sekunden für die Vorstellung von Ralf hättest, was wäre dir wichtig, was unsere Zuhörer über ihn erfahren sollten? Ja, der Ralf ist ein unheimlich warmherziger Mensch, mit dem man durch dick und dünn gehen kann. Und eben gerade bei so einem Vorhaben, was wir hatten, fällt sowas einfach, dass man aufeinander bauen kann, füreinander da ist, sich Kraft gegenseitig gibt, dass man alles, was von Amtswegen bis hin zum Stand nachher oben mit der AP, egal wo wir auch stehen, alles funktioniert. Und da kann ich mich voll und ganz auf den Ralf verlassen. Warum eine Ape und wie seid ihr auf diesen Namen gekommen? Also Ape, klar, ist von unserer Kindheit an, ja, wenn man jetzt um die 50 rum ist, weiß man ganz genau, wo man die Ape gefunden hat. Man fand es in Italien mit den tollen Eisverkäufern. Und der Name Kleine Auszeit ist eigentlich immer schon bei mir im Kopf rumgespuckt, weil ich oder wir beide eigentlich schon lange irgendwie vorhatten, Richtung Kaffee oder irgendwas zu gehen. Ich habe immer gesagt, wenn wir mal einen Kaffee haben sollten, möchte ich das Kleine Auszeit nennen, weil es für mich immer so ist, wenn ich die Zeit habe, einfach meinen Kaffee zu gehen, dann will ich auch mal schön so ein bisschen abschalten können, einfach zur Ruhe kommen, runterkommen. Und deswegen sage ich mir, dann sollte so ein Kaffee Kleine Auszeit heißen. Ihr beide, ihr habt ja auch noch richtige Jobs. Also meinem Gefühl nach ist die Kleine Auszeit für euch beide keine kleine Auszeit. Was treibt euch denn an? Ja, für uns ist es doch tatsächlich eine Auszeit. Was uns antreibt, sind die vielen netten Menschen. Wir haben bis jetzt nur, wirklich nur nette Menschen an der AP kennengelernt. Höflich, nett, lachen. Sie bekommen was Gutes und das ist das, was uns antreibt. Silke, die schönsten Standorte, an denen die kleine AP schon war und die schönsten Orte in unserem Sendegebiet, wo die kleine AP unbedingt mal hin möchte? Für uns eigentlich das Schönste ist eigentlich wirklich das Klippeneck oben. Wie es der Ralf auch gerade schon gesagt hat, einfach die Menschen, die uns da oben begegnen. Ich bin jedes Mal fasziniert von den Menschen, wie sie auf uns zugehen, wie sie sich freuen, dass wir da sind. Von dem her sage ich einfach Klippeneck wirklich oberste Stelle. Und ansonsten muss ich echt sagen, ist es mir eigentlich ganz egal, wo ich stehe. Ich möchte einfach, dass die Leute Freude haben, auch wenn es vielleicht mal bei einer privaten Feier ist, wo Familienfest oder was es auch immer ist, wo man auch noch die kleine Auszeit als das, ja, Freude mit reinbringen kann, ist es uns eigentlich völlig wurscht, wo wir stehen. Wir wollen einfach nur die Freude rüberbringen in dem Moment und einfach die Zeit mit den Menschen genießen, egal wo wir eigentlich auch sind. Ralf, wie sind denn die Reaktionen der Menschen, wenn sie euch erblicken? Ja, die Reaktionen sind eigentlich sehr zurückhaltend und sie kommen langsam näher und dann kommt das große Wow, was für eine coole Ape habt ihr da. Und dann noch leckerer Kaffee. Gibt's ein nervenaufreibendes Erlebnis? Und zwar, als wir das allererste Mal auf dem Klippeck waren. Wir haben die Ape auf dem Abschleppwagen hochtransportiert. Die Leute, die den Abschleppwagen mit der Ape gesehen haben, haben auch die Tasse auf der Ape gesehen und haben sofort gefragt, verkauft ihr hier jetzt Kaffee? Und dann haben wir gesagt, ja. Und dann hat sich innerhalb von kurzer Zeit, das waren Sekunden, wo 10, 15 Menschen an unserem Abschleppwagen an der Ape gestanden und auf der Kaffee gewartet haben. Das war für uns das Größte und das war für uns auch nervenaufreibend. Silke, welche berührendste Situation kannst du uns berichten? Also was mich einfach
total beeindruckt hat, war einfach die positive Aufnahme auch der Denkinger Gemeinde, vom Herrn Wucher, Bürgermeister, wie wir da eigentlich gleich aufgenommen worden sind und natürlich auch gleich das Entgegenkommen vom Herrn Pross, vom BWLV, dass wir dort auch bei ihm mit der AP stehen dürfen und somit den Parkplatz komplett freihalten können für die Wanderer oben. Das war also schon ein Erlebnis für mich, was ich so nicht erwartet hatte. Und was eben dann noch dazu kommt, ist einfach, wenn die Kunden dann kommen und einfach viele von ihnen sagen einfach, schön, dass es euch gibt, schön, dass ihr da seid, kommt hoffentlich wieder. Und jetzt letzten Sonntag sagt eine junge Dame zu mir, ihr seid Lifestyle. Silke, wem würdest du denn gerne mal im Leben bei eurer schönen Ape begrüßen und einen unfassbar leckeren Espresso zubereiten? Ich muss ehrlich sagen, ich möchte gar niemanden Bestimmten treffen, sondern ich möchte einfach die Leute, die bei uns an der Ape sind, herzlich begrüßen und denen den leckersten Kaffee machen, der ihnen einfach in Erinnerung bleibt. Und da ist es mir völlig egal, wer da steht. Und ich freue mich über jeden, der kommt und über die Gespräche, die wir dann führen, weil jedes für sich eigentlich irgendwo schön ist und mir auch in Erinnerung bleibt. Und Gott sei Dank oder zur Freude von mir in einer guten Erinnerung. Und du, Ralf, wem würdest du einen der weltbesten Cappuccino-Auszeiten gerne bescheren? Und welche Frage würdest du dieser Person dann stellen? Um ganz ehrlich zu sein, dir, Tanja, dir und deinem Sohn. Und zwar, weil ich euer fröhliches Gesicht sehe, habt, wo ihr die erste rote Wurst von der Ape bekommen habt. Und jetzt möchte ich das fröhliche Gesicht sehen, wenn ihr der erste Cappuccino bekommt. Ich komme. Ich komme und ich werde dir all deine Fragen beantworten, die du dann an mich stellen wirst. Und ich werde dich anlächeln. Ich liebe nämlich guten Cappuccino und guten Kaffee. Danke euch beiden für das schöne Gespräch. Wir danken euch. Wir danken Dankeschön. Vielen Dank. Wenn ihr wissen wollt, wann die kleine Ape mit der großen Siebträgermaschine zu einer kleinen Auszeit auch in eurer Nähe ist, dann schaut mal auf www.kleineauszeit-88662.de. Ich bin die Tanja Köhler, eure Antenne 1 Neckarburg Rock und Pop Psychologin. Sag mal, Tanja, der Antenne 1 Neckarburg Rock und Pop Talk. Stellt Tanja eure Fragen per E-Mail an die Tanja Köhler @antenne1-neckarburg.de. Antenne 1 Neckarburg Rock und Pop.